Und damit herzlich willkommen zu meinem Gothic 1 Let's Play. Boah, ich hab's so lange hinausgezögert, aber jetzt endlich spielen wir dieses wunderbare Spiel. Ja. Ich hatte es schon sehr lange geplant. Ich habe mir gesagt, wenn ich das nächste Mal Gothic wieder spiele, dann werde ich das streamen. Ich hatte schon mal vor einem Jahrzehnt hatte ich mal ein Let's Play gemacht. Allerdings war das ziemlich schlecht, ziemlich miese Soundqualität. Deswegen habe ich das gelöscht und jetzt spiele ich es nochmal. Und ich habe mich entschieden, wir spielen das mit dem Mod Die Welt der Verurteilten. Ist vielleicht ein bisschen Karma, dass das zurzeit sehr viele momentan spielen. Also, aber ich habe diesen Mod jetzt nicht zufällig ausgewählt, sondern ich spiele diesen Mod eigentlich fast jedes Mal, wenn ich Gothic spiele. Es ist mein Lieblingsmod, weil ich finde, dass kein Mod das Hauptspiel so ergänzt wie dieser hier. Also neue Quests, die Gegend ist ein bisschen erweitert, alles ist ein bisschen abgerundeter, einfach schön und ich liebe es einfach nur. Ich liebe es einfach nur. Ich habe das Ganze natürlich ordentlich gepatcht mit DirectX 11 Renderer und ein paar andere Sachen. Ich meine, gut, man sieht schon hier Community Patch 1 und dem zweiten und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Es war nicht ganz einfach. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich den richtigen Renderer gefunden habe, der für meine Version passt. Aber jetzt passt es wirklich und wir können dieses Spiel spielen. Ja, ich werde das Spiel sehr, sehr gründlich spielen. Werde alle Quests machen, die ich machen kann. Alle Monster töten. Ich werde sogar den Bewohnern der Kolonie allen aufs Maul hauen. Also da kommt wirklich keiner von mir davon. Um wirklich so stark wie irgendwie möglich zu werden. Und ich werde sehr viel spoilern. Ich werde alles zeigen, was ich kann. Und ich versuche es einfach perfekt zu spielen. Das ist, anders kann ich es nicht spielen. Gut, dann legen wir los. Gothic. Alles Weitere sehen wir dann. Und dann starten wir auch gleich mal mit dem Intro. Das Königreich Myrtana, wiedervereint durch die Hand König Robars des Zweiten. In den langen Jahren seiner Herrschaft war es ihm gelungen, alle Widersacher des Reiches zu bezwingen. Bis auf einen. Der Krieg mit den Orks forderte seinen Tribut und die Gefangenen des Reiches sollten ihn bezahlen. Der König brauchte Schwerter für seine Armeen und jeder, der sich eines auch noch so geringen Verbrechens schuldig gemacht hatte, wurde zur Arbeit in den Erzminen von Korinis gezwungen. Um jede Flucht unmöglich zu machen, sandte der König die mächtigsten Magier des Reiches aus, eine magische Barriere, um das gesamte Tal zu errichten. Ich war einer der Magier. Aber etwas störte das zerbrechliche Gefüge der Magie. Wir waren nun selbst Gefangene der Barriere. Mehr als eine Sekunde der Unachtsamkeit brauchten die Gefangenen nicht. Korinis war nun in den Händen der Gefangenen. Der König hatte keine Wahl. Er musste verhandeln. Er brauchte das Erz. Monat für Monat lieferte der König den Gefangenen alles, was sie verlangten. Monat für Monat brachten sie dafür das Erz an den Rand der Barriere. In all den Jahren wurden viele Versuche unternommen, die magische Barriere zu öffnen, aber keiner hatte Erfolg. Im Namen König Robars des Zweiten, Träger des Zepters von Varant, Vereiniger der vier Reiche am Myrtat. Gefangener, ich habe dir ein Angebot zu machen.
Dieser Brief muss den Führer der Feuermagier erreichen. Du verschwendest deine Zeit. Deine Belohnung könntest du selbst wählen. Man wird dir alles geben, was du verlangst. Gut, ich werde deinen Brief nehmen. Unter einer Bedingung. Erspart mir den Rest von seinem Gefasel. Du war... Schweig! Gut, hinein mit ihm. Willkommen im Lager. Das reicht. Lasst ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. Steh auf. Damit frisch gefangen in der Kolonie. Ich bin Diego. Ich bin... Mich interessiert nicht, wer du bist. Du bist neu hier. Ich kümmere mich um die Neuen. Lassen wir es vorerst dabei. Wenn du vorhast, länger zu leben, solltest du dich ein bisschen mit mir unterhalten. Ich werde dich allerdings nicht daran hindern, in dein Verderben zu rennen. Also, wie sieht's aus? Gerade mal frisch in der Kolonie angekommen und schon gleich ein aufs Maul. Da wissen wir ja schon gleich mal, wie der Hase läuft. Und hier haben wir unseren guten Freund Diego. Und ich werde natürlich alle Dialoge durchgehen, muss ich ja, wenn ich natürlich alles hier erleben will. Und ja, ich freue mich einfach riesig. Normalerweise mache ich es eigentlich so, ich gehe eigentlich immer von oben nach unten alles durch. Man kann eigentlich in der Regel immer so antworten. Okay, was muss ich über diesen Ort wissen? Wir nennen es die Kolonie. Du wirst sicher schon gehört haben, dass wir hier Erz für den König fördern. Nun, zumindest wir vom alten Lager. Es gibt drei Lager innerhalb der Barriere. Das alte Lager ist das größte von ihnen. Es war auch das erste. Cool. Warum hast du mir geholfen? Weil du Hilfe gebraucht hast. Bullitt und seine Jungs hätten dich vielleicht kalt gemacht. Und das konnte ich nicht mit ansehen. Schließlich bin ich den ganzen weiten Weg gekommen, um dir einen Vorschlag zu machen. Einen Vorschlag? Ja. Deine Begegnung mit Bullitt und seinen Jungs hat dir hoffentlich gezeigt, dass du Schutz brauchst. Jeder, der hier ankommt, wird vor eine Wahl gestellt. Es gibt drei Lager in der Kolonie. Und einem davon wirst du dich anschließen müssen. Ich bin hier, um Neuen wie dir klarzumachen, dass sie bei uns im alten Lager am besten aufgehoben sind. Ja, kann ich mir denken. Er will natürlich ein bisschen fürs alte Lager auch werben. Kann davon ausgehen, dass es auch sein Job ist. Ein bisschen. Jetzt erzähl mal, wo ist dieser Bullet? Wo ist dieser Bullet jetzt? Er und die anderen bringen die Waren aus der Außenwelt ins alte Lager. Dort kannst du ihn finden. Aber wenn du vorhast, dich mit ihm anzulegen, sei vorsichtig. Er ist ein erfahrener Kämpfer. Noch will ich mich mit ihm nicht anlegen. Ich frage nur, wo er ist. Okay, dann erzähle ich ihm mal von dem Brief. Ich habe einen Brief für den obersten Feuermagier. So. Ein Magier hat ihn mir gegeben, kurz bevor sie mich reingeworfen haben. Du kannst von Glück sagen, dass ich mich bei den Magiern nicht mehr blicken lassen kann. Jeder andere wird dir mit Freude für diesen Brief die Kehle durchschneiden. Die Magier belohnen ihre Boten immer sehr gut. Und die meisten hier haben gar nichts, verstehst du? Wenn ich du wäre, würde ich die Schnauze halten, bis ich einen der Magier treffe. Obwohl das in deiner Lage nicht allzu wahrscheinlich ist. Wieso nicht? Die Magier sind in der Burg im alten Lager. Nur Gomez-Leuten ist es erlaubt, die Burg zu betreten. Ah, komm mal schon zu Gomez. Wer ist Gomez? Gomez ist der oberste Erzbaron, der Boss des alten Lagers. Der mächtigste Mann in der Kolonie. Also quasi der Oberverbrecher, könnte man auch sagen. Mal angenommen, ich wollte mich seinen Leuten anschließen. Was müsste ich tun? Am Eingang zur Burg findest du einen Mann, der Taurus heißt. Sag ihm, Diego schickt dich. Alles klar. Dann erzähl mir mal was über die Barriere. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Sie ist undurchdringlich. Was passiert, wenn ich hier einfach wieder rausspaziere? Der Letzte, der das versucht hat, ist tot auf der anderen Seite angekommen. Diese verdammte Barriere lässt dich zwar rein, aber raus kommst du hier nicht mehr. Wenn es einen Weg hier raus gibt, werde ich ihn finden. Hast du so eilig, hier wieder rauszukommen? Du bist ja gerade mal da. Ja, aber besonders glücklich bin ich jetzt nicht drüber, wenn man schon sieht, dass man in so guter Gesellschaft ist. Was ist mit den beiden anderen Lagern?
Die beiden anderen Lager haben sich abgespalten, um ihren schwachsinnigen Ausbruchsplänen nachzugehen. Es gibt das neue Lager im Westen der Kolonie. Die Magier dort meinen, wenn sie genug Erz zusammengekratzt haben, können sie die Barriere einfach sprengen. Dann gibt's im Osten die Sektenspinner. Sie haben ihr Lager im Sumpf und beten zu ihrem Götzen, er möge ihnen die Freiheit schenken. Bis jetzt hat er sich noch nicht gemeldet. Wenn ich du wäre, würde ich meine Zeit nicht mit den Spinnern verschwenden. Das werden wir sehen. Ich werde mich auf jeden Fall gut umgucken. Ich habe so eine innere Neugier in mir. Wir kennen den Helden ja, er kann de facto gar nicht anders. Er muss alles angucken. Erzähl mir was über das alte Lager. Es ist das größte und mächtigste der drei Lager. Gomez und seine Jungs kontrollieren das Lager und damit den ganzen Erzaustausch. Einmal im Monat schickt der König uns alles, was wir fordern. Wir haben den alten Sack in der Hand, verstehst du? Er ist auf das Erz angewiesen. Er schickt uns Wein, Brot, Fleisch, Waffen, einfach alles. Du kannst auch deinen Teil davon bekommen. Alles, was du tun musst, ist, dich Gomez-Leuten anzuschließen. Dann erzähl mal, wie komme ich zum alten Lager? Wie komme ich zum alten Lager? Du musst nur dem Weg hier folgen. Das alte Lager ist der nächste halbwegs sichere Ort von hier aus gesehen. Es treiben sich jede Menge wilder Bestien zwischen den Lagern herum. Es ist Wahnsinn, ohne Waffe zu gehen. Leider habe ich die letzten Monate nicht gerade trainiert. Ich war am Kerk und habe ziemlich abgebaut. Ja, deswegen werde ich vermutlich nicht groß mit Waffen umgehen können. Wo kriege ich eine Waffe her? Wenn du an der verlassenen Mine vorbeikommst, sieh dich mal ein bisschen um. Du findest bestimmt was Brauchbares. Die Mine ist leicht zu finden. Nur ein paar Meter die Schlucht entlang. Alles klar. Ach, danke für die Hilfe. Wir sehen uns im alten Lager. Kapitel 1. Die Welt der Verurteilten. Und damit beginnt das Abenteuer. Ja. Ich glaube, noch niemand kann erahnen, wen sie gerade hier reingeworfen haben. Ich selbst kann es ja noch nicht an. Dann mache ich mir mal ein paar Spielstände. Athena 1. Athena 2. Sicher ist sicher. Ich mache eigentlich mindestens immer 5. Kann ich nur empfehlen, weil es kann auch mal passieren, dass einer kaputt geht. Ich habe mal gehört, dass wenn man oft auf einen speichert, dann nutzen die sich ab. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber könnte was dran sein. So, dann gucken wir mal in den Renderer kurz nochmal rein hier. Die Einstellungen müssen soweit stimmen, aber manchmal verstellt sich das ja ein bisschen. Und ich muss dazu sagen, dass ich speziell den Renderer, den ich jetzt hier installiert habe, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Version das ist, aber dass nur wirklich der hier funktioniert hat. Alle anderen haben nicht funktioniert, da kam nur ein schwarzes Bild teilweise. Aber der hier funktioniert hier, man kann sogar den Regen steuern. Und vor allem auch die Barriere ist sichtbar, das war bei anderen auch nicht immer so. Und ich habe maximale Bluteffekte. Das ist nicht selbstverständlich, das so hinzubekommen. Und vielleicht ist einigen schon aufgefallen, ich spiele das Ganze mit dem Graspatch hier, dass das Ganze noch ein bisschen lebendiger wirkt. Und es sieht einfach noch geil aus hier, dieses Gras, das man hier eingefügt hat. Ja. Und ansonsten noch so ein paar kleine Sachen, dass man die Lebenspunkte hier unten links sieht auf der Anzeige. Die Mana-Anzeige. Ich hoffe, die ist nicht zu sehr verdeckt von meinem Avatar. Aber es sollte eigentlich einigermaßen funktionieren. Ja, also wie gesagt, wir werden uns Zeit lassen mit diesem Spiel. Ich habe es hier absolut nicht eilig. Ich spiele es eigentlich so, wie ich immer spielen möchte und ich werde alles erklären. Dann schauen wir mal unsere Werte an. Also, wir haben natürlich Gilde keine. Stufe 0, Erfahrung 0. Die nächste Stufe würden wir ab 500 Erfahrungspunkten bekommen. Lernpunkte 0. Attribute haben wir 10 Stärke, 10 Geschick. Mana 5 und Lebensenergie 40. Pro Stufe bekommen wir 12 Lebenspunkte und 10 Lernpunkte. Das heißt, wenn ich Lebensenergie will, muss ich möglichst viele Stufen aufsteigen. Dann haben wir natürlich Schutz vor Waffen, Geschossen oder sonstigem haben wir natürlich null, weil wir haben ja keine Rüstung. Waffentalente, Einhänder, alles ist ungeübt. Volltrefferchance 0%. Also es bedeutet, dass wir keinen kritischen Treffer landen können. Und ansonsten Diebestalente haben wir alles ungeübt. Schlösser öffnen, Tassendiebstahl.
Wir können allerdings es theoretisch benutzen, zumindest Schlösser öffnen, man muss es nicht lernen. Aber es besteht zu 90% die Chance, dass der Dietrich abbricht, was natürlich nicht toll ist. Magie können wir natürlich nicht, es geht nur als Magier. Und Spezialfähigkeiten, Schleichen, Alchemie, Schmieden, Akrobatik haben wir nicht. Das Schmieden und die Alchemie ist neu in dem Mod, das gab es vorher nicht. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Aber ob man das einfach so lernen kann als Gildenloser, ist fraglich. Ich habe mir auf jeden Fall zum Ziel gesetzt, ich werde mich ganz klar dem neuen Lager anschließen hier. Ich werde Kämpfer werden, ja. Ich werde die Gothic-Serie als Kämpfer durchspielen. Und ich liebe das neue Lager einfach, die Söldner am meisten. Deswegen mache ich jetzt erstmal Söldner. Beim nächsten Run werde ich vielleicht mal Magier, aber dieses Mal werden wir Söldner. Theoretisch kann man den Mod auch, wenn man sich dem alten Lager anschließt, sogar bis zum Erzbaron hocharbeiten. Das hat vor kurzem ein anderer Let's Player gezeigt, aber wie gesagt, ich bin vom Erzbaron jetzt nicht so beeindruckt. Ich möchte lieber Söldner werden. Zumal ich Gomez nicht viel Sympathie entgegenbringen kann. So, dann gucken wir mal unsere Missionen hier. Wir haben Aufnahme des Lager. Ich werde das auch immer mal wieder so ein bisschen durchlesen, wenn ich will. Jetzt vielleicht nicht alles, aber sehr vieles hier. Aufnahme des Lager. Um bei Gomez Leuten im alten Lager aufgenommen zu werden, soll ich mich bei Torus melden. Und Brief an die Feuermagier. Kurz bevor ich in die Kolonie geworfen wurde, bekam ich eine Nachricht von einem Feuermagier. Ich soll die Nachricht dem obersten Feuermagier bringen, der sich innerhalb der Barriere aufhält. Die Feuermagier befinden sich innerhalb der Burg. Allerdings gehört die Burg zum alten Lager und darf nur von Leuten betreten werden, die zu Gomez gehören. Okay. Ansonsten haben wir den ersten Tag. Es ist 9.51 Uhr. Okay, ja gut, wir haben den Brief da. Dürfen wir aber nicht lesen, weil sonst brechen wir das Siegel hier. Können wir aber später trotzdem mal versuchen zu lesen, wenn wir natürlich laden. So, dann gucken wir mal, was wir hier so haben, ja. Können wir mal ein bisschen mit dem Bodlern reden und erstmal umgucken hier. Das finde ich auch toll, dass jetzt hier Personen sind. War nicht besonders schlau. Ich werde auch versuchen, möglichst viel mit den normalen NPC-losen Dingster-Leuten zu reden, die nicht wichtig sind, weil man hier auch viele Dinge fragen kann. Das finde ich auch immer gut, die Dialoge mal alle durchzugehen. Alles klar? So klar wie vor 20 Jahren. Und seitdem hat sich hier nicht viel verändert. Cool. Was gibt es hier für wichtige Orte? Wenn du keine Lust hast, in den Minen zu schuften, solltest du dich am Eingangsplatz zwischen Nordtor und Burgtor rumtreiben. Wenn du Glück hast, gibt Torus oder Diego dir eine Aufgabe. Dann kannst du dich bewähren. Es ist bestimmt nicht schlecht, zu Gomez-Leuten zu gehören. Oder du hast das Glück, einen Magier zu treffen. Sie wollen manchmal, dass du einen Botengang für sie erledigst. Sie zahlen immer gut. Die Magier kommen aus der Burg raus? Wann? Das Ganze anders. Was weiß ich? Frag die Leute, die da wohnen. Also du meinst, ich soll die Gardisten fragen? Man muss eben aufpassen, was man weiß. Gibt es hier Leute, die ich kennen sollte? Als Neuer solltest du dir es nicht mit Grabo verscherzen. Er ist zwar nur ein Buddler, aber er hat Beziehungen bis zu den Erzbaronen. Wenn du mal ein Problem mit Gomez Leuten hast, kann er dir helfen, dich freizukaufen. Gibt eigentlich keinen Sinn, wie kann ein Butler solche Beziehungen überhaupt aufbauen? Das ist schon sehr merkwürdig hier. Na gut, der Held weiß es ja noch nicht, der wird sicher noch nachfragen. Was muss ich tun, um in diesem Lager aufgenommen zu werden? Als Schatten oder Gardist, meinst du? Es wird nicht leicht, Junge. Du wirst einige Prüfungen bestehen müssen, bevor der alte Torus dich Gomez vorstellt. Und du musst dich mit den Leuten hier gut stellen, aber solange du keinem Lager angehörst, nimmt dich keiner ernst. Wenn ich du wäre, würde ich mich bei den Schatten umhören. Unter ihnen findest du noch am ehesten einen, der dir hilft. Natürlich nur für eine Gegenleistung. Also der Held hat natürlich das Ziel, er will hier rauskommen. Er hat nicht vor,
hier die Hacke zu schwingen oder zu arbeiten. Aber der einfachste Weg, das zu schaffen, wird erstmal... Ich muss erstmal überleben und ich muss dadurch stärker werden. Das heißt, ich werde mich auf lange Sicht an ein Lager anschließen müssen. Das ist bloß die Frage, welches. Wir werden sie alle kennenlernen. Jetzt fangen wir erstmal mit dem alten Lager an. Die sind ja hier sehr stark vertreten. Hat der Diego gesagt, es ist das mächtigste Lager, also von dem her. Mal gucken. Kannst du mir was Interessantes erzählen? Kennst du die Geschichte der Entstehung des Sektenlagers? Damals, es ist schon einige Jahre her, war Überreon ein Buddler wie jeder andere hier. Eines Tages stand er morgens am Marktplatz und erzählte den anderen, dass er eine Vision gehabt hätte. Er faselte was von Schläfer, Ruinen im Sumpf und Freiheit. Die meisten hier hatten für den Schwachsinn nicht viel übrig. Aber es gab auch einige der Buddler, die ihn derart überzeugend fanden, dass sie sich ihm anschlossen. Zusammen zogen sie einige Zeit später in den Sumpf. Dort errichteten sie ihr Lager. Später fanden sie dann im Sumpf das Sumpfkraut. Die meisten der Sektenangehörigen meinten, dass sie der Schläfer darauf aufmerksam gemacht hat. Aber wenn du mich fragst, hat einer von denen nur irgendwas zu rauchen gesucht, wie auch immer. Als die anderen Lager davon Wind bekamen, ging dann der Handel mit dem Zeug los. Überreon und seine Leute bekamen dafür alles, was sie zum Leben brauchten. Das Kraut ist aber auch ein Grund, weshalb sich viele Leute Überreon anschlossen. Trotzdem, bis heute hat sich der Schläfer nicht mehr bei Überreon gemeldet. Ich halte das alles eh für Schwachsinn. Wenn du aber was zu rauchen suchst, ist das Sektenlager der richtige Ort. Cool, ich werde es mir merken. Ich habe im Gothic Almanach gelesen, das Sektenlager entstand vor gerade mal 5 Jahren. Also das heißt, alle Leute, die vor 5 Jahren in die Barriere geworfen wurden, die konnten sich theoretisch nur dem alten und neuen Lager anschließen. Also so alt ist das Sektenlager noch gar nicht. Also mit 5 Jahren, ja gut. Einigermaßen noch jung, jetzt nicht mehr, aber nicht mehr ganz so frisch. So, wo finde ich Taurus, ne? Wo finde ich Taurus? Er steht für gewöhnlich am Eingang zur Burg. Ja, gut zu wissen schon mal. Und Diego? Wo finde ich Diego? Tagsüber steht er für gewöhnlich bei Taurus am Eingang zur Burg. Ich habe so das Gefühl, dass man auf jeden Fall Diego vertrauen kann. Er hat mir ja geholfen, er hat mich sozusagen gerettet. Er hat ja gesagt, Ulet hätte mich vielleicht kalt gemacht. Die Ohren steif, Junge. Und ja gut, man muss ja bedenken, es sind alles Verbrecher. Vielleicht sind manche auch unschuldig hier reingeworfen worden oder haben nicht viel auf dem Kerbholz, aber viele haben mit Sicherheit auch jemanden auf dem Gewissen. Also von dem her sollte man da schon mit Vorsicht die Leute genießen. Vor allem, wenn man so schwach ist wie ich und nicht mal eine Waffe hat hier. Die haben wenigstens eine Spitzhacke, der hat einen Knüppel. Ja gut. Das sind Schatten. Und da drüben ist eine Leiche mit. Da ist ein Zettel. Aber. Das könnte der Typ sein, der versucht hat, aus der Barriere zuletzt raus auszubrechen. Da komme ich nicht hin. Um an den Brief zu kommen, müsste man Telekinese benutzen. Vielleicht komme ich da irgendwann mal an einen Zauber ran. Komme später wieder. Hey, Kleiner. Komm doch mal hier rüber. Carlos. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Die haben dich gerade hier reingeworfen, was? Du kannst dich schon direkt nützlich machen. Bevor du hier reingeworfen wurdest, haben wir eine Lieferung mit Waren aus der Außenwelt bekommen. Leider sind einige Dinge ins Wasser gefallen, als die Lieferung hier runtergefahren wurde. Spring nochmal schnell ins Wasser und hol die Sachen wieder hoch. Wenn du meinst. Warum machst du deinen Scheiß nicht selbst? Ah, das wäre eine fiese Antwort. Und ich glaube, der Typ ist hier... So wie die drauf sind, haut er mir doch sofort einen aufs Maul. Außerdem, ich will mich ja nützlich machen und ich möchte so viel wie möglich machen. Also natürlich, ja, ich mach's. Aber ich frage natürlich trotzdem, was ich dafür bekomme. Was springt für mich dabei raus? Darüber können wir uns noch unterhalten, wenn du fertig bist. Jetzt sieh erstmal zu, dass du deinen Arsch ins Wasser schaffst.
Okay. Dann mache ich mich mal an die Arbeit. Und beeil dich mal ein bisschen. Die Lieferung hätte schon längst im alten Lager sein müssen. Also gut, ihr habt es gemerkt. Ich habe das Ganze mit einer TDS-Sprachausgabe. Finde ich ganz gut hier, dass man das gemacht hat. Kann man auf jeden Fall verwenden. Ist natürlich nicht so ganz so originalgetreu, aber das ist besser als... Alter, du stehst ja ganz schön gefährlich hier. Wenn du aus Versehen mal hier ein paar Meter da weiter gehst, dann bekommst du einen Schlag. Seine Haut will ich trotzdem nicht stecken. Okay, wir haben eine neue Quest. Verlorene Lieferung. Carlos erzählte mir, dass bei der letzten Lieferung einige Gegenstände in den See am Austauschplatz gefallen sind. Ich soll sie nun bergen. Okay. Dann rede ich nochmal mit dir. Kann man noch was fragen? Wo genau soll ich suchen? Du verarschst mich doch jetzt. Spring einfach mal rein und fang an den Boden abzusuchen. Okay. Dann mache ich das. Ich spring jetzt hier einfach mal rein, ne? Platsch. Und ich sehe... ich sehe eine Menge Leichen. Es sind vermutlich einige, die hier runtergefallen sind, gleich mal ertrunken. Entweder das oder sie wurden vielleicht vom Bullet und seinen Freunden aus Spaß getötet. Oh. Mann, Mann, ich muss echt aufpassen. Oh, hier. Eine Laute. Ein Trank. Man könnte natürlich mit den ganzen Sachen auch einfach durchbrennen, aber gut. So weit gehen wir jetzt nicht. Karl. Noch mehr Erz. Ein Hammer und ein Trank. Ich glaube, das war's. Mehr finde ich jetzt hier nicht. Tolle Sachen hier, guck mal. Essenz heilender Kraft. Lebensenergie Bonus 50. Ja, der würde mich komplett heilen. Das ist schon toll. Eine Laute, drei Erzbrocken. Pokal. Und der ist gut was wert. Ein Hammer. Die Fackel gehört nicht dazu. Aber bevor ich die Laute abgebe, kann ich hier ja die Kammer ja spielen. Dann bekomme ich gleich mal meine ersten Experience. Bam. Erfahrung plus 10. Meine ersten 10 Erfahrungen von, was weiß ich, zigtausenden, die wir vielleicht bekommen werden. Ich meine, das ist ein Anfang. Hallo, 10 Erfahrungen. Die hätte ich unmöglich stehen lassen können. Jetzt kann ich es abgeben. Da freue ich mich. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Dann bekomme ich nochmal gute Erfahrung. Ich höre nicht mehr auf das. Und hoffentlich eine gute Belohnung. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut. Dann kann ich den Rest mit dem nächsten Konvoi ins Lager schicken. Was ist mit meiner Belohnung? Hier hast du einen Erzbrocken. Das reicht doch wohl als Belohnung. Jetzt sieh zu, dass du hier verschwindest. Boah. mir ging es ja hauptsächlich um die 100 Erfahrung. Ich könnte ihn jetzt noch ein bisschen drohen, aber keine Chance. Das ist klar, ich kann ihn nicht besiegen. Ich hätte schon vor einem normalen Butler müsste ich schon Angst haben. Ich habe nicht mal eine Waffe. Aber der mit seiner Rüstung, da komme ich niemals durch. Dann brauche ich ultra viel Stärke. Na gut, ich habe 100 Erfahrung bekommen, damit haben wir 110. Immerhin. Immerhin, und wir haben den Quest. Der erste Quest in der ganzen Gothic-Serie, die der Held macht, also zumindest bei mir, ist der Quest Verlorene Lieferung. Nachdem ich für Carlos die Sachen aus dem See gefischt habe, gab es nur einen einzelnen Erzbrocken als Belohnung. Mieser Typ. Dafür nehme ich jetzt die Sachen hier. Hier. Darf ich ja, sagt er nichts.
Er sagt nichts. Okay, dann gehe ich mal Richtung Lager. Aber natürlich immer gut umgucken, ob irgendwas liegt. Es geht ums Überleben und ich habe die Einstellung, möglichst alles aufzusammeln. Der Held weiß vielleicht nicht, warum er das macht, aber ihn treibt eine höhere Kraft an, alles zu tun, was zu tun ist. Denn er ahnt noch nichts von seinem Schicksal. Hallo Freunde. Ja gut, ich glaube, das lassen wir mal besser stehen, weil die werden mit Sicherheit aggressiv. Hallo Gardist. Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Mhm. Die verstehen sich ja nicht so gut mit dem neuen Lager. Dann Harry, mit dem möchte ich reden. Hey du, steh auf. Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Jetzt erzähl mal, ich brauche neue Infos. Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Ah, und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Also aktuell spricht er schon sehr viel für das alte Lager. Die Banditen bekommen keine Waren aus der Außenwelt. Das heißt, wenn die überleben wollen, müssen die ja quasi entweder auf die Jagd gehen oder auf Diebesuch, dass die das alte Lager überfallen. Das alte Lager hat eigentlich eine gute Wirtschaft, wenn man so will. Also sie tauschen Erz mit dem König und bekommen dafür alles, was sie wollen. Also, die haben es quasi im Griff, könnte man sagen. Ich meine, das neue Lager hat ja auch eine Mine. Die haben ja auch Erz, aber die wollen das ja für einen Ausbruchsplan. Da werden wir später noch ein paar Infos bekommen. Aber das alte Lager macht nicht so den Eindruck aktuell, als ob die jetzt wirklich hier raus wollen. Vor allem, weil es denen hier drin, denen geht's ja gut. Der König kann denen quasi nichts tun, weil er kann seine Soldaten nicht reinschicken, weil sonst sind die gefangen. Und kein Soldat wird hier freiwillig reingehen. Er braucht auch seine Soldaten für den Krieg, also ihm sind die Hände gebunden, er kann nichts machen. Und Gomez hat hier seine Machtposition und ja, der hat sich damit abgefunden und den... Und wenn du dich hocharbeitest hier im alten Lager, kannst du wirklich ein gutes Leben haben. Aber ja, klar, die anderen, die Butler und alle anderen müssen natürlich die Drecksarbeit machen. Also Butler möchte ich nicht bleiben. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Oh, die Barriere. Ich kann leider nicht nach oben gucken. Aber ich finde den Himmelseffekt einfach richtig geil. Dass einen jedes Mal daran erinnert, dass man hier jetzt gefangen ist. Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Das ist wirklich eine gute Aussage. Also wenn ich mir das vorstelle, ich meine, der Held kennt bis jetzt Gomez noch nicht so, aber ich kenne ihn. Wenn ich entscheiden müsste, lieber Kerker oder Gomez,
Puh. Es ist eine schwierige Entscheidung. Ich würde vermutlich fast sagen, lieber Kerker. Bei Gomez hätte ich Angst, dass wenn ich was Falsches sage, dass der einen gleich umbringt. Ja. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Noch was. Es ist gut möglich, dass du auch einigen anderen Kram finden wirst, wie alte Münzen. Soweit ich weiß, sammelt Diego die Dinger. Wenn du nichts damit anzufangen weißt, solltest du also Diego fragen. Da springt bestimmt was für dich bei raus. Danke für den Tipp. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Yep. Wenn du schon ins alte Lager gehst, kannst du mir direkt einen Gefallen tun. Du kannst jemandem was ausrichten. Es gibt im alten Lager einen Mann namens Pacho. Wenn du ihn siehst, richte ihm aus, dass die nächste Runde auf mich geht. Erzähl's ihm einfach, er weiß schon Bescheid. Alles klar, kann ich machen. Gleich mal neue Quest. Nachricht an Pacho. Der Gerist Uri gab mir den Auftrag, einem Mann namens Pacho eine Nachricht zu überbringen. Falls dem Typen begegne, soll ich ihm sagen, dass die nächste Runde auf Uri geht. Was auch immer das heißen mag. Alles klar, Uri. Und ich habe gerade gesehen, Aufnahme altes Lager. Der Gerist Uri erklärte mir, dass jeder, der in die Kolonie ankommt, Butler ist. Wenn ich also was Besseres werden möchte, sollte ich versuchen, bei den Schatten aufgenommen zu werden. Jetzt haben wir hier im Charakterprofil Gilde Butler stehen, wobei das ja eigentlich keine wirkliche Gilde ist. Ich gehöre damit ja nicht automatisch zum alten Lager, aber es steht halt jetzt da, Butler. Aber ja, Butler ist quasi jeder, der hier ankommt, hat er gesagt. Also von dem her kann man mich als Butler bezeichnen. Das heißt aber nicht, dass ich in der Mine schürfen gehe, also zumindest habe ich das nicht groß vor. Außer wenn es wirklich sein muss. Ich glaube, man kann hier ganz gut überleben in der Kolonie, wenn man sich als Jäger durchschlägt. Aber dazu muss man natürlich jagen lernen und muss schon ein bisschen was drauf haben. Dann kann man nämlich einigermaßen unabhängig leben. Und müsste sich ja theoretisch kein Lager anschließen, aber bringt natürlich Vorteile mit sich. Hier wieder auch ein paar hübsche Skelette. Kann man ein bisschen ranzoomen. Ja. Wer weiß, woran die gestorben sind. Aber hier sind unsere ersten Gegner, die Fleischwanzen. Zertret dich. Hau drauf! Oh, geil. 10 Erfahrung. Yeah! Was für ein gezielter Schlag. Ich bin jetzt schon ein wahrer Held. Ja. Bam, bam, bam. Geil. Damit haben wir 130 Erfahrung. Dann nehme ich den natürlich aus. Wanzenfleisch. Lebensenergie Bonus 4. Ja, man kann es essen, wenn man möchte. Der Held kann ja mal ein bisschen probieren. Auch wenn ich es nicht brauche. Nach dem ganzen Ärger hier mal ein bisschen was in den Magen bekomme. Ich hoffe, dass ich später noch mal ein bisschen was Besseres bekomme. Ja, auch wieder ein Toter. Was haben wir hier? 2 Flaschen Bier. Alte Münzen für Diego. Geil. Pfeil, Fackel und ein Dietrich. Ja. Der könnte nützlich sein. Könnte nützlich sein hier. Ist natürlich jetzt so, dass man durch dieses ganze Gestrüpp hier die Pflanzen nicht mehr ganz so gut sieht wie vorher. Aber das ist völlig okay. Ich meine, wenn man es oft gespielt hat, dann weiß man ja auch auswendig ungefähr, wo was liegt schon. Hier ist eine Spitzhacke und das ist die verlassene Mine, oder? Heißt die so, verlassene Mine? Die ist ja eingestürzt. Aber ich habe eine Spitzhacke. Meine erste Waffe.
Macht 10 Schaden und benötigt Stärke 5. Zweihandwaffe. Ich persönlich bevorzuge ja eher Einhandwaffen, die sind ein bisschen schneller. Aber die Spitzhacke ist ein gutes Butler-Statussymbol, wenn man so will. Und hier hat man gleich mal einen guten Blick hier über die Kolonie so ein bisschen. Ja. Das ist das alte Lager. Würde jetzt der Held schon mal vermuten. Was soll es denn sonst sein? Cool. Cool, cool. Oh. Ein Monster, ein Mole Rat. Wird der Held ihn bezwingen können? Er muss... Ah, wenn ich den nicht schaffen würde. Ein junger Mole Rat. Stirb! Ja! Gleich mal wieder 30 Erfahrung. Und rohes Fleisch. Ich bin gerade so hungrig, dass ich jetzt trotzdem gleich mal rohes Fleisch in mich reinstopfe. Aber nur einmal hier. Rohes Fleisch ist natürlich nicht so toll, aber man kann es mal probieren. Kann's probieren. Rostiges Schwert. Ist es gut? Nee, das ist schwächer. Ich bleib bei der Spitzhacke. Und hier sind wieder Fleischwanzen. Ja, mit denen komme ich ganz gut klar. Stirbt ihr verwanzten Viecher. Yeah. Das sind doch Gegner für einen wahren Helden. Man muss es einfach so klar sagen. Hier haben wir einen Reisschnaps. Hätte schon Bock. Ich glaube, ich gönne mir mal eine Flasche Bier, da haben wir einiges. Köstlich, köstlich. Wenn ich das immer so beobachte vom Helden, wie der Bier trinkt, wie der was isst, dann muss ich sagen, bekomme ich auch Lust drauf, mir irgendwas reinzuziehen. Oh, was ist das? Ist das auch Teil der verlassenen Mine? Es scheint so, hier ist alles eingestürzt. Wir haben noch versucht, ein paar zu entkommen, aber die haben es nicht mehr geschafft. Die sind krepiert. Die Armen. Die werden definitiv nicht mehr hier rauskommen. Aber ich denke mal, die meisten Leute, die in der Barriere kommen, oder zumindest der Großteil, ist ja quasi Butler, beziehungsweise Schürfer. Das heißt, ja, denen geht es natürlich nicht besonders gut. Aber ich persönlich würde mich schon versuchen, nach oben zu arbeiten, damit ich hier nicht schürfen muss, beziehungsweise allgemein, dass es mir einfach besser geht. Auf jeden Fall, ja. So, noch eine Truhe. Ah, gleich nochmal ein Bier, ein paar Münzen und Pfeile. Ja. Ich bin ja fleißig als Held. Sammle ich alles ein. Spitzhacke. Oh, hier ist einer vom Felsen erschlagen worden. Ja. Alles eingestürzt. Die Armen. Oh, guck mal, hier Bergmoos. Nehme ich natürlich auch mit. Der Held nimmt alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Egal, ob es in der Natur rumliegt oder ob es in Hütten ist. Ah, guck mal, da hinten ist einer aufgehängt. Habe ich gar nicht gesehen. An dem Dings festgenagelt. Coole Idee. Ja, soll vermutlich ein bisschen abschreckend wirken auf das neue Lager. Wir könnten ein bisschen die Berge besteigen. ja gut, ist nicht ganz einfach, aber... Ob das so eine gute Idee ist, sei mal dahingestellt. Theoretisch gibt es ja immer irgendwie einen Weg über die Berge.
Aber ich gehe jetzt erstmal hier hoch, bevor ich natürlich ins alte Lager gehe. Boah, die Textur hier mit dem Gras ist aber auch ganz gut hier gemacht. Hier mit den Wurzeln, wie das da runterhängt. Es ist ja schon fast Gothic Remake Niveau. Wir werden sehen. Seraphis. Bekomme ich schon wieder Lust, hier etwas zu naschen hier. Waldbeeren, Seraphis. Ah, esse ich eine Waldbeere. Ich meine, gut, mit Essen muss man nun wirklich nicht sparen. Da bekommt man mehr als genug. Und hier ist ein Monster. Hier ist ein Scavenger. Okay. Komm her, komm her. Ja. Stirb. Es ist ja nur ein leichter Scavenger. Ich kann nur die einfachen Monster besiegen. Alles, was normal ist, kann ich nicht besiegen. Im Hauptspiel ging das noch, aber der Mod ist schon ein bisschen schwieriger vom Schwierigkeitsgrad. Da geht es nicht ganz so einfach mehr. Ich glaube, ich könnte den noch nicht einmal Schaden zufügen aktuell, aber ich bin mir nicht sicher. Man müsste zumindest ein bisschen Stärke lernen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich für einen guten Gothic-Spieler trotzdem sehr einfach. Oh, hier oben hat man auch so einen geilen Blick hier. Liebsten würde ich jetzt hier einfach runterspringen, aber ja gut. Das wäre ein kurzes Abenteuer. Schon schön. Muss man einfach sagen hier. Dann machen wir noch die restlichen Monster platt. Oh, und es regnet. Nee. Ich möchte jetzt keinen Regen hier haben am ersten Tag. Den schalte ich jetzt mal ab. So. Ja, ich möchte jetzt nicht, dass es am ersten Tag jetzt hier gleich regnet. Also, ich mag es einfach viel lieber, wenn die Sonne scheint. Komm her, du hübsches Vieh. Ja. Perfekt. Und wieder rohes Fleisch. Das werde ich mir auf jeden Fall braten hier. Rohes Fleisch schmeckt einfach nicht. Ja, im Mittelalter hat man gerne mal die Sachen auch roh gegessen, aber ich kann es nicht empfehlen. Jetzt sind hier zwei Mole Rats. Werde ich das schaffen? Oder lock sie einzeln her? Ja. Oh. Ja, okay. Erledigt. Au. Ah. Okay. Das ging ganz gut. Die schnappen ja nicht so schnell zu wie die Erwachsenen. Mit denen komme ich klar. Aber der hat mich gebissen. Ich muss mich heilen. Ich bin eine Waldbeere. Das tut gut. Hier ist einer gestorben. Der ist vermutlich von den Moritz gefressen worden. War vermutlich auch einer, der gerade frisch hier angekommen ist. Der hatte nur einen Knüppel. Aber er hat einen Heiltrank. Danke, den nehme ich mit. Den nehme ich für mich mit. Knüppel. Na, ah, das ist ja auch so eine hübsche Waffe, mit denen manche hier quasi einen Run machen. Gothic nur mit Knüppel oder so gibt es ja immer wieder. Der Knüppel ist die schwächste Waffe im Spiel. Aber viele Butler haben einfach nichts Besseres. Ich habe immer eine Spitzhacke. Damit komme ich schon besser klar. Hier haben wir noch einen Becher und einen Erzbrocken. Das hier oben, das sieht fast aus wie der Haupteingang der Mine. Das ist auch alles eingestürzt. Wäre sicher interessant gewesen, aber wer weiß, wie lange das hier schon dicht ist.
bestimmt schon vor 10 Jahren oder so eingestürzt, würde ich jetzt vermuten. Und hier oben ist noch ein kleiner Goblin, na gut. Den kriegen wir auch platt. Yes. Was hast du für mich? Münzen und Zeugs. Super, dann haben wir jetzt gleich mal den Bereich hier oben gesäubert. Haben ein paar Sachen gefunden. Immerhin. Ich werde auf jeden Fall heute Abend nicht verhungern. Es wäre auch so eine coole Idee, wenn man fürs Gothic Remake so eine Option oder sowas einführt, dass der Held regelmäßig essen muss. Damit er nicht verhungert. Ich meine, gut, das tut man vermutlich sowieso, aber es gibt vielleicht Monkey, die sind ein bisschen sparsam und gehen dann immer schlafen, wenn sie verletzt sind. Das persönlich mache ich jetzt nicht so. Das ist auch ein bisschen unrealistisch. Ich meine, man sollte schon regelmäßig essen. Es gibt so Spiele, in denen man auch essen muss. Aktuell fällt mir nur Stalker ein. Da war es tatsächlich so, dass wenn man nicht regelmäßig gegessen hat, ist man irgendwann gestorben. War auch sehr interessant. Hat mich damals ziemlich beeindruckt. So, wir haben schon 330 Erfahrung. Ja, wir kommen unserer ersten Stufe immer näher. Es ist natürlich sehr schwierig, Level aufzusteigen am Anfang. Ich meine, ich habe ja bloß... Also wenn ich jagen gehe, ist es schon sehr gefährlich. Ich kann bloß die einfachsten Monster besiegen. Und ansonsten müsste man halt Quests machen. Das wäre die einzige Alternative. Okay. Der Held ist mit sich zufrieden und geht erstmal wieder weiter Richtung altes Lager. Und hier haben sie auch wieder jemanden aufgehängt. Hier stecken Pfeile fest. War das irgendwie mal eine alte Kutsche oder so? Ja. Das deutet auf einen Überfall vom neuen Lager hin. Altes Schwert. Altes Schwert. Macht genauso viel Schaden, aber ich bevorzuge die Spitzhacke noch. Gefällt mir einfach besser. So, hier nochmal Scavenger. Hier liegt auch wieder eine Leiche. Ja, wer weiß, woran die gestorben sind. Okay, den. Der ist einfach. Mit denen kommt der Held ganz gut klar. Und dann gucken wir noch gleich mal bei der Gelegenheit hier oben, ob sich hier etwas versteckt. Ich werde von einer unsichtbaren Kraft geleitet, die mir sagt, hier ist etwas, das nur auf mich wartet. Und wir finden hier eine Leiche, die einen Kurzbogen hat. Cool. Wir haben einen Kurzbogen gefunden. Den... Keine Fax machen hält. Zeig mal her. Kurzbogen benötigt 10 Geschick. Also den kann ich benutzen. Macht sogar 15 Schaden. Den könnte man später mal einsetzen, wenn ich will, gegen ein paar stärkere Gegner. Wobei ich sagen muss, ganz klar, ich gehe nicht auf Fernkampf. Ich werde eigentlich nur auf Nahkampf wirklich gehen. Vielleicht werde ich am Ende Armbrust lernen, aber mit Bogen habe ich es in Gothic 1 und 2 nicht so. Da finde ich die Armbrust tatsächlich besser. Weil bei
Bogen braucht man halt sehr viel Geschick und das möchte ich an sich nicht lernen. Bei der Armbrust reicht es, wenn man Stärke hat. Theoretisch. Schon fast 6:30 hier. Oh. Ja, aber wie gesagt, ich lasse mehr Zeit. Scavenger. Möchte natürlich auf jeden Fall ins Lager, bevor es dunkel ist. Hier draußen fühle ich mich nicht sicher. Es ist mir nicht geheuer. Ein Orkblatt ist ein starkes Lebenskraut. 26, ja? Gut. Solche Sachen sind auch gerne mal was wert. Das Wasser hier finde ich auch ziemlich toll. Hier die Effekte mit der Sonne hier, wie das sich hier so spiegelt. Das ist schon toll gemacht, muss man wirklich sagen. Denkt, dass das Spiel aus 2001 kommt. Das ist beeindruckend. So, jetzt wird es gleich sehr schwierig. Ich habe ja gesagt, ich möchte nicht, dass mir irgendwelche Erfahrungspunkte verloren gehen. Das Problem ist nur, wenn die Leute hier Monster töten, dann ist die Erfahrung weg und das kann ich nicht zulassen. Es gibt ein paar schwierige Stellen im Spiel, aber wenn man es gut anstellt, kann man alles bekommen. Ich würde die drei Scavenger hinten jetzt hier einfach mal weglocken von denen und versuchen, die für mich zu bekommen. In der Hoffnung, dass ich das schaffe. Okay, ich versuch's mal. Kommt mit, schnell! Nein, okay. Was hier mache ich, Gulasch? Drecksvieh! Hat nicht funktioniert, der hat einen abgeknallt. Versuche ich es nochmal. Ich schenk doch denen den Monster nicht hier. Wer bin ich denn? Kommt mit! Das Problem ist, ich darf nicht zu weit rübergehen, das sind andere. Kommt her, näher zu mir. Oh shit, nein! Boah! Das ist ein normaler Scavenger. Der hat mich getötet! Und jetzt geht er weg? Will er mich nicht fressen oder sowas? Wieso hat er mich angegriffen? Boah, das ist immer fies sowas, ja? Da hauen die dann einfach ab. Okay. Ja, nochmal. Es ist nicht einfach. Oh! Er lässt sich schon wieder abknallen hier. Das kann jetzt dauern, aber das ist mir völlig egal. Nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Okay, ich hab's geschafft. Das war aber auch wieder riskant hier. Was machst du da hinten? Tanzt ihr wieder rum, ha? Ah, schon klar. Ja, geht wieder zurück auf euren Posten. Ich guck mal noch mal ein bisschen hier rum. Blutbuchensamen, geil. Die sind auch ziemlich selten. Ja, aber man merkt schon, gegen normale Scavenger kann ich nichts ausrichten. Das heißt, ich muss über kurz oder lang Stärke lernen, sonst bin ich hier freiwillig. Weil diese jungen Monster sind ja bloß für den Anfang da, damit man überhaupt mal Erfahrung sammeln kann. Alles Weitere ist dann nicht mehr so einfach. So. Und bevor ich mit euch rede, möchte ich noch da hinten gucken. Da gibt es auch nochmal so eine brenzliche Situation.
Erstmal das Vieh hier oben. Nein! Stufe gestiegen! Die erste Stufe, geil, geil. Damit haben wir Stufe 1 erreicht. Unglaublich. Damit hat der Held zum ersten Mal Stufe 1 erreicht und ist über sich hinausgewachsen. 510 Erfahrung, die nächste Stufe ist bei 1500. Und wir haben 10 Lernpunkte bekommen und Lebensenergie plus 12 bekommen. Super. Dann sterben wir zumindest nicht mehr ganz so schnell. Nein! Alter, wie kann der das von da drüben merken? Das kann doch nicht sein. Der Scavenger heult auf. Ich meine, ich finde es an sich eigentlich super. Das ist realistisch. Okay, die zwei da hinten dürften einigermaßen sicher sein. Kaum zu glauben, dass ich wirklich Scavenger versuche, vor den Leuten hier zu beschützen. Die zwei da drüben würde ich auch gleich noch platt machen. Weil es so schön ist. Jawohl, es geht voran. Richtig gute Erfahrung ist es hier. Oh, es wird schon dunkel hier. Ja, aber so ist das eben, wenn man viel Zeit mit Reden verschwendet, aber es ist okay, ich möchte möglichst viel Zeit hier in der Barriere verbringen. Beziehungsweise allgemein in der Welt von Gothic. Fleischwanze, ja damit. So, mal gucken. Ich zünd mir mal eine Fackel an hier. Dann ist das Ganze gleich viel atmosphärischer. Im Schein der Fackel. Und dann tun wir mal so, als ob wir gerade erst gekommen sind. Lalala. Hey du. Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Was jagt er denn so? Vermutlich Scavenger. Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen, wenn man weiß wie. So und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Die sehen ein bisschen anders aus mit ihrer Kleidung. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen hier. Man sieht halt wirklich so, dass die hier so Wolfsfelle tragen und so Lederhaut und dass es hier so zusammengeschustert ist aus den Tiertrophäen. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wegen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher, aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch, bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrak. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Ich habe schon gemerkt, dass der Wald ziemlich gefährlich ist.
Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Klar, wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen. Wenn ich rankomme, ohne zu bezahlen, bringe ich mit, so viel ich tragen kann. Du gefällst mir. Du solltest dir überlegen, zu uns ins neue Lager zu kommen. Wenn du mal da bist, frag nach Laris. Er kümmert sich um die Neuen. Er hat bestimmt was zu tun für dich. Danke. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Ja, ich habe ja gerade noch eine alte Spitzhacke am Rücken. Okay, der geht jetzt hier weg. Der geht ein bisschen durch die Kolonie. Ja, die haben immer ihre bestimmten Punkte, wo sie hin und her gehen. Soll er euch machen. Ich habe einen Quest von ihm bekommen. Karte für Redford, das war ja ein Quest. Den gab es damals im Hauptspiel nicht. Den hat man sich gewünscht und ja, hat man eingefügt. Karte für Redford. Redford, einer der Banditen aus dem neuen Lager, gab mir den Auftrag, ihm eine Karte aus dem alten Lager zu besorgen. Es soll dort einen Kartenzeichner namens Graham geben, bei dem ich fündig werde. Wir werden sicher bald auf ihn treffen. Aber erstmal reden wir noch mit dir, Drax. Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Boah, ein Bier wäre, das wäre es jetzt auch, ja. Ich glaube, ich muss heute nochmal einkaufen gehen und was besorgen. Dann kann ich viel besser Gothic spielen. Ja, zum Glück haben wir einiges an Bier gefunden. Das ist kein Problem. Hier, nimm ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Gönn dir. Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft. Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Aber er hat das gut erklärt. Das ist schon mal ziemlich toll, muss ich sagen. Aber ich möchte, dass du mir was Richtiges beibringst. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. Oh, sehr teuer. Häuten von Reptilien, ein Lernpunkt. 100 Erz. Das kostet vor allem sehr viel Erz alles. Und insgesamt 4 Lernpunkte, aber ich frag mal danach. Erst will ich mein Erz sehen. Wie gesagt, alles hat seinen Preis. Schon verstanden. Ich frag trotzdem weiter. Erst will ich mein Erz sehen. Wie gesagt, es hat alles seinen Preis. Aber der Held lässt nicht locker. Wie kann ich den Viech in das Fell abziehen? Erst will ich mein Erz sehen. Wie gesagt, es hat alles seinen Preis. Und wie ihr jedes Mal den Dialog halt wirklich anders ausspricht nochmal hier. Das haben die alles extra eingesprochen. Finde ich auch richtig gut. Wie komme ich an die Zähne? Erst will ich mein Erz sehen. Wie gesagt, es hat alles seinen Preis. Richtig toll. Du verlangst verdammt viel für dein Wissen. Mag sein, aber du kannst eine Menge Erz damit verdienen. Alle Tiere, die du tötest, ohne zu wissen, wie man sie vernünftig ausschlachtet, werden einfach verwesen. Das ist eine verschwendete Gelegenheit, ihnen das Fell abzuziehen und teuer zu verkaufen. Wenn ich du wäre, würde ich mir dieses Wissen so schnell wie möglich aneignen.
Also wir müssen ganz ehrlich sein, ein normaler Butler kann sich das ja niemals leisten, ja. Das sind ja Preise, die der hier nennt. Okay, jetzt geht der hier auch weg. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wenn der jetzt hier in die Nähe von den Scavengern da hinten kommt, dann wird er die gleich killen. Deswegen gehe ich jetzt vorsichtshalber mal ein bisschen aus der Sichtweite dann. Damit der hier einfach vorbeigeht. So, jetzt ist schon gleich 9:30 hier. Ich weiß ja gar nicht, wo ich heute Nacht schlafen soll. Also ich meine, im alten Lager, aber wo genau? Hoffentlich kann mir jemand zeigen, wo eine Hütte ist. Weil hier draußen, wie gesagt, es ist kalt und ich fühle mich nicht sicher. Ich bin doch nur ein schwacher Butler. Ich muss es einfach mir eingestehen. Ich hab zwar jetzt schon am ersten Tag hier einiges gejagt und bin die Stufe gestiegen, aber ich brauche Hilfe. Ich muss sehen, dass ich hier irgendwie klarkomme. Hört überall diese ganzen Umgebungsgeräusche hier. Die sind Scavenger. Boah. Da fühle ich mich bei den fiesen Wachen ja schon richtig sicher. Vor allem, weil ich weiß, dass sie so draufhauen können. Hallöchen. Na, wie geht's? Hi, ich bin neu hier. Schön für dich. Ist das da hinten das alte Lager? Nein, das ist das neue Lager. Das alte Lager liegt unter der Brücke. Oh, eiskalt verarscht. Wie viele von uns haben hier jedes Mal unter die Brücke geguckt, um zu gucken, ob da wirklich noch ein Lager ist? Ich habe es gemacht und dachte mir noch, na gut. Ja, vielleicht ist der ein bisschen freundlicher. Was macht ihr hier? Wonach sieht's denn aus? Wir bewachen die Brücke. Wir passen auf, dass keine Viecher über die Brücke kommen. Das ist sehr löblich. Fühlt man sich gleich viel sicherer. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Ja, geh nicht allein in den Wald. Es sei denn, du bist stark genug, gegen die ganzen Viecher anzukommen. Mhm. Sieh zu, dass du zum alten Lager kommst. Sie halten schon eine Spitzhacke für dich bereit. Ich werde bestimmt nicht in den Minen für euch schuften. In dem Fall bist du wohl unser zukünftiger Kollege? Dann sei schön lieb zu uns. Wir sind nämlich morgen auch noch da. Ich habe gehört, es gibt auch noch andere Lager. So wie du rumläufst, schaffst du es nicht mal bis dahin zu kommen. Und jetzt weg mit dir. Ich fürchte, er hat recht. Ich habe keine Rüstung an, nichts. So kann ich nicht überleben. Diesen Fleischwanzen, ja gut, die kann man wieder gut zertreten. Bam. Und bam. Es gibt wieder meine übliche Erfahrung. Es sind überall Monster, ja gut. Alles zu seiner Zeit. Ein Becher. Hey, Flansch. Dings, Fieder, komm her. Ah, da gucken sie schon, ne? Denken sich, was macht er da? Der tut die Fleischwanzen zerhacken. Ja. Weil ich's kann, mache ich das. So. Dann gucke ich noch ganz kurz hier draußen ein bisschen. Es sind noch zwei Typen. Ich kann mal mit dem einen hier reden. Hey du. Was machst du hier draußen? Ich will meine Ruhe haben, also zisch ab. Oh, wow. Gut. Dann lasse ich den anderen mal in Ruhe. Weil ich weiß, der hat einen Quest für uns, der ist auf
Der geht auf Zeit, den darf ich noch nicht annehmen. Okay, dann ab ins Lager, mein zukünftiges Zuhause erstmal, ne? Willst du mich nicht ansprechen? Normalerweise sprichst du mich doch an, ja? Wird der Dialog mal wieder nicht getriggert? Muss ich wieder ein bisschen hin und her gehen? Bin hier fremd, siehst du das nicht? Ich höre nicht mehr auf das. Lass mich mal. Das gefällt mir nicht. Ja, das kann passieren, sowas ist immer mal wieder nervig, aber ich möchte, dass er mich anspricht. Wahrscheinlich ist es zu dunkel und er kennt mich nicht. Oder ich muss nochmal laden hier. Wo soll's denn hingehen? Ich will ins Lager. Du bist doch nicht hergekommen, um Ärger zu machen, oder? Jetzt habe ich die Waffe gewechselt, jetzt spricht er mich an. Wahrscheinlich denkt er sich, okay, es ist ungewöhnlich, wenn hier jemand mit einem Schwert reinkommt, auch wenn es ein altes Schwert ist. Das wird es wohl gewesen sein. Das Lager auseinandernehmen, klar. Das habe ich tatsächlich vor, aber noch nicht jetzt. Diego hat gesagt, ich soll ihn im Lager treffen. Gut, du kannst reingehen. Halt, halt. Irgendwas Neues passiert? Irgendwas Neues passiert? Nein, alles wie immer. Okay. Torbach, dann rede ich noch mit deinem Kollegen. Mit einem hübschen Gesicht hier. Was machst du hier? Ich passe auf, dass hier keiner reinkommt, der von Gomez nicht erwünscht ist. Also mach keinen Ärger, wenn du drin bist, sonst bist du das letzte Mal hier gewesen. Schon die Frage vom Helden irgendwie so, was machst du hier? Naja, was wird der machen? Irgendwas wird er schon machen. Hm? Man darf doch nicht alles glauben, was man hört. Altes Lager. Ich gehe mal in Richtung irgendwo hin, wo es mich einfach hinzieht. Es ist jetzt schon fast 11 Uhr und ich möchte dringend schlafen. Und ich kann mich ja schlecht einfach in fremde Hütten legen. Also gehe ich jetzt einfach mal hier an den Ring. Und vielleicht wird mir dort jemand was erklären hier. Du siehst vertrauenswürdig aus. Geil. Warte, ich zünde mir noch eine Fackel an. Hier, bleib stehen. Hallo. Hallo. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Du bist neu hier, oder? Vor kurzem angekommen. Hast du dir schon überlegt, welchem Lager du dich anschließen willst? Nein. Was würdest du mir raten? Kommt drauf an. Jedes Lager hat seine Vorteile, denke ich. Bis du dir es überlegt hast, kannst du hier wohnen. Ist gerade eine Hütte frei geworden. Oh, cool. Was sind die Vorteile des alten Lagers? Wenn du den Gardisten dein Schutzgeld zahlst, hast du ein ruhiges Leben. Sie mischen sich in alle Kämpfe ein, in denen jemand angegriffen wird, den sie beschützen. Außerdem kommt man nur hier günstig an Außenweltwaren. In den anderen Lagern sind diese Sachen unbezahlbar. Mhm. Kann ich. Ist natürlich auch irgendwo logisch, ja. Was ist, wenn zwei Leute kämpfen, die beide Schutzgeld zahlen? Dann sehen sich die Gardisten das in aller Seelenruhe an. Aber wehe, wenn der eine den anderen umbringt, dann ist er selber dran. Also morden darf man natürlich nicht, ja. Aber der Gardist am Dings, der wollte mich, hätte mich eventuell töten können. Ja. Na gut, aber da habe ich denen noch kein Erz gegeben. Was sind hier wertvolle Waren? Alles, was aus der Außenwelt kommt. Brot, Käse, Schinken und vor allem Bier und Wein. Nicht der billige Reisschnaps aus dem neuen Lager, sondern richtig guter Stoff. Für Waffen bekommt man fast immer was und Rüstungen sind richtig teuer. Die Gardisten haben sich die alten Rüstungen der Aufseher unter den Nagel gerissen, nachdem sie sie alle umgebracht hatten. Diese Rüstungen sind sowas wie ihr Erkennungszeichen.
Die verkaufen sie nur an ihresgleichen. Da kommst du als Fremder gar nicht ran. Logisch. Ist sehr logisch, ja. Ich denke, ich habe genug über das alte Lager gehört. Also, mir gefällt's hier. Ja, wenn man gut klarkommt, dann gefällt's einem hier. Dann erzähl mir mal, was spricht fürs neue Lager? Was spricht für das neue Lager? Wenn du kein Problem damit hast, wegen einem Stück Brot die Kehle durchgeschnitten zu kriegen, bist du da richtig. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber es geht anders zu als hier. Hier sorgt Gomez dafür, dass alles halbwegs ruhig bleibt. Im neuen Lager gibt es kein Gesetz. Die einzigen, die mächtig genug wären, den Laden zu schmeißen, sind die Wassermagier. Und die forschen den ganzen Tag an der Barriere herum. Das klingt aber auch irgendwie sinnvoll schon mal. Na, wir werden ja sehen. Warum sollte ich mich der Sekte anschließen? Tja, das fragst du am besten einen, der von dort kommt. Es sind immer einige Novizen im Lager, die können dir sicher eine Menge über die Sekte erzählen. Ich war selbst nie da. Aber nach allem, was man hört, sollen sie sehr großzügig sein. Keines der drei Lager scheint so dringend neue Leute zu brauchen wie das der Sekte. Gut. Das war schon mal sehr einführlich wieder mal. Gute Informationen bekommen. Und jetzt sag mir, welche von den Hütten ich nehmen kann. Welche von den Hütten kann ich für mich nehmen? Die Hütte da oben mit dem kleinen Vordach ist frei. Aber ich sage dir vorher, du wirst die Hütte nur so lange nehmen, wie du neu hier bist oder dem alten Lager angehörst. Als Septenspinner oder Bandit aus dem neuen Lager werden dich die Gardisten aus der Hütte prügeln. Ja gut, danke für den Tipp. Wir werden ja sehen, ob ich mich vielleicht nicht diesem Lager anschließe. Werde ich natürlich nicht, aber der Held weiß es noch nicht. Oh Mann, was für ein Tag. Hier angekommen und gleich mal... Aber meine Hütte hat wenigstens ein Vordach hier. Ah, habe ich aber Glück gehabt, dass ich sowas bekomme, ja. Und wir haben hier einen Becher und ein Brot. Wir haben eine eigene Truhe. Da können wir gleich mal ein bisschen Erz hier verstauen. Für den nächsten Tag. Ein Erzbrock behalte ich, den Rest tue ich hier rein mal. Und... dann speichere ich und wir gehen... noch schlafen. So, dann würde ich sagen, das war der erste Part von Gothic 1. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal und vielleicht streame ich heute Abend nochmal. Bis dahin, macht's gut.